Freunde. Hier ist wieder Nicole von Scoot Repair und nach langer Pause jetzt mal wieder ein Video, beziehungsweise wird es eine Videoreihe, ist zumindest geplant, jetzt hier bei der Vespa LX 50. Die hat folgende Probleme: die Gabel bzw. Steuerrohr ist verzogen, es muss getauscht werden. Vorher müssen wir aber noch das Zündschloss entsperren, das wurde irgendwie auch total verhunzt. Da müssen wir schauen, ob wir das so hinkriegen oder ob wir es weiter aufbauen müssen. Und als allererstes fangen wir natürlich damit an, uns um das Zündschloss zu kümmern, dass wir das Steuerrohr entsperren können. Und dann werden wir weiter schauen. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich denke, ihr werdet wieder Spaß haben beim Zuschauen. Und ja, dann fange ich einfach mal an. Viel Spaß. So, als erstes werde ich hier von der Rückseite den ersten Splint entfernen vom Zündschloss. Ja. So, dann können wir hier das elektronische Teil entfernen. So, von hier hinten können wir natürlich noch nichts bewegen, ne? Was wir hier jetzt hinten machen können, weil ich jetzt natürlich vorne nicht an das Staufach rankomme und ich möchte ja hier das Staufach abbauen. Dazu muss die Klappe auf. Die geht natürlich nicht auf, weil ich zeige euch mal, wie das Zündschloss aussieht. So. Genau. Und damit das Staufach aufgeht, gehen wir jetzt hier hinten rein und öffnen das über diesen Kipphebel. Jetzt sehen wir das auch. Quasi, ich gehe hier mit dem Haken rein. Zack. Und jetzt, salabim, das Staufach offen. Jetzt komme ich an die Schrauben und kann das Staufach ausbauen. So. Hier so eine kleine Schale, kommen die Schrauben rein. Dann haben wir hier vorne noch zwei Schrauben, die wir lösen müssen. Hier ist eigentlich die Kaskade davor, die war auch beschädigt, die kommt auch neu. Jetzt nehme ich das Teil ab. So, da haben wir das Teil ab. Jetzt kommen wir hier auch besser an das Zündschloss. Ja. Wir kommen leider nicht drum rum, das Schloss ein bisschen weiter aufzubauen. Das werde ich jetzt machen. Und ich hoffe, danach lässt es sich wieder drehen. Jetzt probier's noch mal mit dem Schraubendreher. Ich habe das Gefühl, jetzt hat sich was bewegt. Das ist der Splint, den haben wir jetzt freigelegt, um das Schloss zu entfernen. Und jetzt durch das Bohren ist so weit gedreht, dass dieser Splint wieder zu sehen ist. Und jetzt müssen wir den noch rausziehen.
Jetzt können wir den Splint endlich hier auch entfernen. Ich habe den schon ein bisschen hochgezogen. Alles schon ziemlich verrostet. Also der ist wirklich sehr widerspenstig. Da haben wir ihn. So. Ist gerade mit rausgefallen. Das Schloss. So, hier sieht man, ist aufgebohrt und dementsprechend, ja, sind diese Zapfen eben alle gelöst worden, die normalerweise durch den Schlüssel aktiviert werden und somit ging dann das Schloss eben auch raus. So, ja. Dann haben wir das soweit. So, meine Lieben, dann sind wir am Ende des Videos angelangt. Und hier habe ich auch schon das gebrauchte Steuerrohr, was dann im nächsten Video verbaut wird. Jetzt, wo der Lenker frei ist, können wir das Steuerrohr auch entfernen. Ja, so wäre das Rad eigentlich gerade. Man sieht schon, der Lenker oben ist auch schief. Hier habe ich noch einen gebrauchten Kotflügel. Der ist auch noch sehr gut. Der wird dann auch mit eingebaut in dem Zuge. Und ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Video. War nicht ganz einfach, das Zündschloss zu entfernen. In dem Fall musste ich es aufbohren, um das Schloss zu entfernen. Man kommt aber nicht umhin, die Splinte auch zu entfernen. Das heißt, man muss trotzdem die Verkleidung abbauen und die Splinte entfernen. Dasselbe blüht einen auch, wenn beide Zündschlüsse verloren gegangen sind. Ja, wenn einer verloren gegangen ist, hat man Schlüsselrohling, geht zum Schlüsselmeister, der macht den dann nach, alles schön. Und wenn man aber keinen Schlüssel mehr hat, blüht euch das Gleiche. Ihr müsst quasi das Schloss komplett entfernen. Ja, und ja, entweder geht es je nachdem, ja, in dem Fall war jetzt auch noch der Splint verdreht, also man ist nicht rangekommen, dann war er verrostet. Und das hat alles ein bisschen schwieriger gemacht, hat ein bisschen länger gedauert. Und je nachdem, wie verhunzt das alles ist, dauert es eben länger oder geht schneller. Und ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ja, ich sage wie immer, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Ciao.